was machen Sie mit meinem Handy? Nur ein kleines Selfie. Ja, also ich sehe schon mal ganz gut aus. Da sind Jalousie drauf. Jetzt mal zur Seite, Meister Propper. Die Frau will sicher ein Foto mit mir. Nee. Okay, ihn können Sie ja wegreduschieren. Geben Sie mir mein Handy, sonst zeige ich Sie an. Stark. Können Sie der Frau nicht mal Ihr Handy wiedergeben? Und wie war's? Schrecklich. Merci beaucoup. Herzlich willkommen zu Extra Ball. Willkommen zur ersten Sendung unserer Sommerstaffel. Wir sind zurück und es ist eine besondere Sendung, denn wir kümmern uns heute ausnahmsweise mal nicht um das, was diese Woche passiert ist. Das gibt es wieder am kommenden Donnerstag. Diese Woche sind wir mal ganz bewusst im Nachrichtenzölibat, ja, im Aktualitätszölibat. Wir lassen alles Aktuelle beiseite. Wir kümmern uns heute mal ums Große und ums Ganze. Wir machen noch ganz bewusst Digital Detox. Wir lassen unsere Handys aus. Ich habe es erst gestern wieder auf der Tagesschau-App gelesen. Wir alle verbringen zu viel Zeit mit dem Smartphone. Wir checken unsere Nachrichten, wir gammeln auf Insta oder TikTok rum. TikTok ist übrigens das Geräusch, das unsere Lebenszeit macht, wenn sie verschwendet wird. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht, meine Damen und Herren, auf die Frage, wie viele Stunden am Tag lenken Sie sich mit dem Blick aufs Handy von der Realität ab? Antwortet ein Drittel der Befragten 5 Stunden, ein Drittel sagt 10 Stunden und ein weiteres Drittel sagt, keine Ahnung, was genau bedeutet Realität. Wir haben außerdem gefragt, haben Sie schon mal versucht, das Handy nachts nicht im Schlafzimmer zu haben, sondern es stattdessen zum Beispiel ins Badezimmer zu legen? Da antworten 80% nein und 20% ich habe es probiert, aber im Badezimmer schlafe ich so schlecht. Und auf die Frage, machen Sie manchmal einen Tag lang Digital Detox und lassen das Handy zu Hause? Da sagen 50% nein und die anderen 50% ja, donnerstags, da mache ich alles mit dem Tablet. Das unendliche Scrollen hat ja viel mit unserer Angst zu tun. FOMO, Fear of Missing Out, ist der Fachbegriff. Also die Angst, was zu verpassen. Zum Beispiel den Fachbegriff für die Angst, was zu verpassen, also FOMO. Dabei ist der neueste Trend ja JOMO, Joy of Missing Out. Das hat sich geändert. Man empfindet jetzt Freude, etwas zu verpassen. Sowas darf man natürlich nicht verpassen, dass man sich inzwischen darüber freut, etwas zu verpassen. Deswegen der ständige Blick aufs Smartphone. Viele Jugendliche sind richtiggehend handysüchtig, zum Leidwesen ihrer Eltern. Und App-Entwickler konstruieren diese Apps ja auch extra so, dass im Gehirn ständig Dopamin ausgeschüttet wird. Und gerade auf junge Gehirne hat das fatale Auswirkungen. Man hat festgestellt, wenn Jugendliche intensiv das Smartphone nutzen oder auch in Studien, in denen schon mehr als 30 Minuten täglich genutzt wird, die Aufmerksamkeitsdauer reduziert ist, die Merkfähigkeit, also das Kurzzeitgedächtnis. Alles reduziert. Ich höre von Eltern, die sagen, ich wünschte, mein Kind könnte einfach mal 2 Stunden am Stück konzentriert fernsehen. Es geht nicht mehr. Mehr zu dem Thema jetzt in unserem Extra 3 Extra mit Lea Finn. Willkommen zu Extra 3 Extra. In Elmshorn wird die 17-jährige Jessie vermisst. Sie geht offenbar seit fast 2 Minuten nicht an ihr Handy. Unser Reporter Tim Grundahl ist live vor Ort. Tim, wie ist die Lage? Ja, Lea, Ihre Eltern sind schon in heller Aufregung. Was geht gerade in Ihnen vor? Sie ist bei Insta nicht online. Ich sehe bei mir keinen grünen Punkt. Oder sehen Sie einen grünen Punkt? Sie hat dein Get Ready With Me noch nicht geliked. Gott, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, und damit erstmal zurück zu dir, Lea. Danke, Tim. Um die Situation besser einordnen zu können, sprechen wir jetzt mit der Expertin für digitale Kommunikation, Alexa Leiser. Frau Leiser, was kann jetzt schlimmstenfalls mit Jessie passieren, wenn sie in den nächsten Minuten nicht mit ihrem Handy in Kontakt kommt? Entzug vom blauen Licht des Handy-Displays kann innerhalb kürzester Zeit zu einem Zustand akuter Verwirrtheit führen. Verstärkt nochmal durch die vielen ungefilterten Reize der sogenannten natürlichen Umgebung. Ich mag es kaum aussprechen. Achtung, Triggerwarnung. Ich halte es sogar für möglich, dass Jessie ihr Handy gar nicht mehr in der Hand hält. Wirklich unfassbar. Augenblick, ich höre gerade, die Lage in Elmshorn spitzt sich zu. Tim, was ist los? Ja, Lea, die schlimmsten Befürchtungen haben sich offenbar bewahrheitet. Das Handy von Jessie wurde gefunden mit schwarzem Display. Es ist schon ganz kalt. Das ist alles deine Schuld. Du musstest sie ja unbedingt stillen, anstatt schon ein paar Snapchat-Filter an ihr auszuprobieren. Bitte was?
Und welcher Vorzeigeboomer hat ihre Geburt nicht mitgefilmt, weil plötzlich der Handyakku leer war? Und wer hat bitte die Powerbank zu Hause vergessen? Ja, Lia, du siehst, ihre Eltern tun wirklich alles, was in ihrer Macht steht. Und damit gebe ich erstmal wieder zurück zu dir. Oh. Die Analyse der Social-Media-Aktivitäten von Jessie hat mittlerweile ergeben, dass sie tatsächlich schon erste Follower verloren hat. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis der Algorithmus sie massiv herabstuft. Hashtag sad. Das Ortungsamt hat unterdessen in einer ersten Stellungnahme die Eltern der Vermissten stark kritisiert. Es sei unerträglich, dass es immer noch Jugendliche gäbe, die keine Smartwatch geschenkt bekommen. Zitat: Excuse me, wir haben 2023. Wurde da womöglich die Sorgepflicht verletzt, Tim? Ja, das werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Mittlerweile ist die Multitaskforce des SEK hier eingetroffen und überprüft das Handy von Jessie. Sichtkontakt, sie ist im Garten. Jessie, geht's dir gut? Ja, wieso? Ich genieße doch nur ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen. Das ist die falsche Art von Strahlung. Hier, dein Handy, deine Face-ID. Schau ins blaue Licht. Okay. Entsperrt. Oh, Kind, was machst du nur für Sachen? Mach das nie wieder. Ja, Happy End in Elmshorn. Eltern, Tochter und Handy sind endlich wieder vereint. Tschüss. Selfie. Ein Glück. Bleibt zu hoffen, dass das nicht zum neuen, gefährlichen Trend unter Jugendlichen wird. Das war Extra 3 Extra. Sehen Sie im Anschluss das Historiendrama Moses, wie ich das Meer teilen wollte, aber kein Netz hatte. Ein Film von Jana Schinginger, Tim Grunendahl und Tim Ecker. Es gibt eine Studie, die besagt, dass schon die bloße Anwesenheit unseres Handys im selben Raum unsere Denkleistung reduziert. Also das Handy muss nur da sein, irgendwo daneben liegen und es stört schon unsere Konzentration. Experten für Internetsucht sagen, es sind natürlich längst nicht mehr nur die Jungen betroffen. Früher hatten wir eher so Kinder- und Jugendbereich und junge Erwachsene. Jetzt kann man sagen, es ist ein Altersspektrum bis zum Rentenalter, doch wo Betroffene auch zu uns kommen. Das wundert mich nicht, denn Leute wie ich und älter hängen ja teilweise noch viel länger am Smartphone. Weil sie bei GIFs drauf warten, wie sie ausgehen. Und weil sie alles langsamer machen. Ne, dieses Moment, ich zeig's dir, Moment, ich hab da was, das ist so lustig, das muss ich dir zeigen. Das hat mir doch die Katrin geschickt, oder? Nee, wer hat das nochmal? Das ist hier bei Facebook, das ist so witzig. Nee, bei Signal. Ich hab's bei Signal bekommen, Augenblick, das war total, hier. Nee, das war's nicht. Also es dauert alles länger. Natürlich habe auch ich schon Sätze gesagt wie, hör doch mal auf, immer nur aufs Handy zu starren, lies mal ein Buch. Fun Fact, im 18. Jahrhundert galt Lesen für Kinder als gefährlich. Man hatte wirklich Angst, dass sie lesesüchtig werden und nicht mehr schlafen. Und noch viel früher fiel auch bestimmt mal der Satz, Moses, legst du bitte mal die Steintafeln weg, wir wollen Mittagessen. Nein, wir haben als Kinder in unserer Freizeit nicht am Handy gehangen. Wir haben noch gesunde Sachen gemacht wie Mofa fahren, Wetten, das glotzen und saufen. Warum hängen die denn nur noch am Handy? Ja, warum denn? Wer hat die Handys erfunden? Die? Nein, eher wir. Boomer haben Handys erfunden. Boomer haben das Zeug vertickt. Boomer haben mit ihren Nasdaq-Aktien daran verdient. Und jetzt regen sie sich auf, dass die junge Generation diese Technik benutzt. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, das ist, als würde der Dealer am Bahnhof sagen, hör mal Leute, das kann doch nicht wahr sein. Alle kaufen Drogen. Ich bin menschlich enttäuscht, auch als Dealer. Menschlich enttäuscht, kann doch nicht wahr sein. Und die Gesundheit ist euch egal, oder was? Aber ich will mich jetzt nicht aufregen. Schauen wir erstmal einen Beitrag. Sorry, meine Mutter schickt mir gerade eine WhatsApp. Ein Urlaubsfoto. Ach, wie schön. Nee, es sind vier Urlaubsfotos. Es sind 17. Das kann jetzt eine Weile dauern. Schauen wir erstmal einen Film von Oliver Durke und Wajma Hayati. 23 Bilder. Happy Birthday, Laura. Schnell auspusten. Halt, stopp. Ich hab doch die Torte noch gar nicht. Oh, jetzt war deine Knipse im Bild. Schnell noch mal anzünden. Du spinnst wohl. Erst mache ich noch ein Foto für Insta und dann ein Video für TikTok. Das ist so praktisch. Nichts entgeht einem mehr. Alles wird verewigt. Schönes. Witziges. Einmaliges. Interessantes. Peinliches. Ärgerliches. Wichtiges. Oder einfach nur so. Denn vielleicht wird das mal wichtig. Und alles doppelt und dreifach. Und wenn man irgendwann keine Fotos mehr wiederfindet. Wo sind die Fotos vom Riesenrad? Wo sind die Fotos von unserer Radtour? Was sind das denn für Fotos? Ich suche weiter nach den Bowling-Fotos. Außer die, die man nicht sucht. Falls jemand die Fotos Ich suche immer noch die Fotos. Wo sind denn die Bilder? Wo sind denn die Fotos? Die suche ich schon die ganze Zeit. Ist das auch kein Problem? So.
Ich bin jetzt mal 3 Stunden weg und sortiere unsere ganzen Fotos. Naja, und dann war er verschwunden. Nach 3 Tagen haben wir ihm mal Essen und Trinken vorbeigebracht. Bin gleich fertig. Vielleicht noch 1 Stunde. Ach, das sagt er jetzt seit Wochen. Und mittlerweile sind 4000 neue Fotos von unserem Urlaub auf den Kanaren dazugekommen. Da waren wir ohne Papa. Denn der sortiert ja die ganze Zeit unsere Fotos. Sag mal, warum hast du den Busch auf Bild 19.873 fotografiert? War da ein Tier oder ging es um den Busch oder kann das weg? Nee, warte mal, irgendwas Wichtiges war da. Lösch mal lieber nicht, das fällt mir vielleicht noch ein. Laura, du hast nach deiner Mathe-Klassenarbeit mit Amira 38 Selfies gemacht. Kann davon eins weg? Das kann ich jetzt nicht sagen. Nachher löschst du noch das Beste. Oh. Seit 5 Monaten sortiert mein Mann jetzt. Wir hatten schon 2 Fernsehteams hier. Ja, die wollten wissen, wer der verrückte Typ ist, der alle Fotos sortiert. It's not unusual to be loved by anyone. Leute, noch 38 Fotos, dann hab ich's. Ja, unglaublich, dass er tatsächlich fertig wird. Fertig! Ja. Und er wirklich zusammen mit uns zur Hochzeit seiner Schwester kommen kann. Da hat er sich so drauf gefreut. Doch dann ist ihm aufgefallen. Ach du Scheiße. Da sind ja noch 12.354 Videos zu sortieren. Fahr schon mal vor. Ich komm dann nach. Macht bloß keine neuen Fotos.